Servus Leute, mein Name ist Light, für die, die das noch nicht wissen, und ich grüße euch zu einem Star Citizen Video. Und viele werden jetzt mit einem großen Fragezeichen über deinem Kopf rumschweben. Ah, Star Citizen, was? Tod, Death, Tod, keine Ahnung. Ja, so stelle ich mir meisten Reaktionen vor von meinen Videos und meistens liege ich damit ziemlich falsch. Nichtsdestotrotz mache ich ein Star Citizen Video und es geht diesmal darum, dass ich euch erkläre, was Chris Roberts uns erklärt auf der Homepage, weil ich der Meinung bin, keiner von meinen Zuschauern kann lesen. Nein, das ist falsch. Ich sollte meine Zuschauer nicht beleidigen, oder? Natürlich geht es eher darum, dass Chris Roberts und jetzt werden wir mal ein bisschen seriöser hier. Chris Roberts tatsächlich etliche Seiten geschrieben hat. Oder sein Team, oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Beschreibung zu Star Citizen. Und für diejenigen, die noch unentschlossen sind, ob Star Citizen für sie interessant wird, beziehungsweise ob sie vielleicht das Spiel kaufen wollen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man das Spiel nach der Alpha noch vorbestellen kann. Für die Alpha wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass weiterhin man sich das Spiel vorab kaufen kann und dann halt auf den Release warten muss. Und für diejenigen, die da am Überlegen sind, gerne mehr wissen würden, zu faul sind, englische Texte zu lesen, die wahnsinnig lang sind, gibt es jetzt diese kleine Videoreihe von mir. Sollte sie nicht so gut ankommen, sprich, solltet ihr sagen, ja, der gute Yannick erklärt hier schlecht oder so, dann negative Bewertungen, wenn ihr euch das Ganze jedoch gefällt, ich hoffe, ich denkt am Ende nochmal dran, euch daran zu erinnern, dann bitte eine positive Bewertung oder sogar gar ein positives Kommentar dazu. Denn das hier ist die Pilotfolge, das hat wesentlich mehr Aufwand als die normalen Videos. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie aufwendig das Komplette wird, aber ich weiß, dass es viel aufwendiger wird als ein normales Display, weil ich eben alles erstmal lesen muss, dann übersetzen muss, euch praktisch einsprechen muss, das will ich dann auch mit einer gescheiten Sprachqualität machen oder einigermaßen gescheiten Sprachqualität halt. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass ich das Ganze irgendwie mit schönen Bildern füllen wollte. Keine Ahnung, was ich da genau nachher mache. Wir werden sehen. Wir werden auf jeden Fall sehen, was jetzt kommt. Und was jetzt kommt, ist das erste Star Citizen Video zu dem Thema Death of a Spaceman. Tod eines Raumfahrers, wenn man so mal übersetzen möchte. In diesem Kapitel erklärt Chris Roberts etwas über den Tod in Star Citizen, über die und das Universum in Star Citizen, allerdings auch allgemein und über einige Spielmechaniken. Und daran erkennt man schon, auch wenn es eigentlich nur um ein einziges Spielelement, nämlich eben den Tod in Star Citizen gehen soll, kommen wesentlich mehr Spielmechaniken raus und es wird sehr interessant auch für diejenigen, die jetzt sagen, dieses Thema, ist das wirklich so interessant? Ja, es kann wirklich sehr interessant sein. Also gerade für diejenigen, die Star Citizen noch am Schwanken sind, aber auch natürlich gerne für diejenigen, die sich das Spiel bereits gekauft haben und einfach nur gern wissen möchten, was da noch auf der Seite steht und selber zu faul sind, die lade ich ganz herzlich ein, hier mit mir das Ganze zu erforschen, diese ganze Seite durchzulesen. Im ersten Abschnitt spricht Chris Roberts von seinem Ziel über Star Citizen. Sein Ziel ist es, mit Star Citizen eine vollkommen lebende Welt, beziehungsweise natürlich ein vollkommen lebendes Universum zu erschaffen. Und tatsächlich möchte er das erreichen mit einer Welt, die in der alles passieren kann, in der Regierungen fallen können, in den Kriege gekämpft werden und Spieler Legenden bekommen können. Es soll ein stetig wachsender Content geben, aber auch die Spieler können den Einfluss der Galaxie so weit ändern, dass die Galaxie immer variabel ist. Das ist das Ziel von Chris Roberts, das beschreibt er kurz im ersten Abschnitt und für dieses Ziel erreichen ist natürlich einer der großen Wege auch das Sterben in so einem Spiel. Dies erklärt er im nächsten Abschnitt etwas genauer. Und zwar bezieht er sich hierbei darauf, dass er die, wie es momentan ist, Singleplayer-Spiele hasst. Denn er stirbt sich durch Mass Effect 2 oder Gears of War. Das sind seine Beispiele. Mass Effect, tut mir leid, ich habe Mass Effect 2 nur gespielt, deswegen ist die 2 in meinem Wortschatz so drin. Mass Effect oder Gears of War, Running
In Gunblazing. Also die Seite ist unten verlinkt, deswegen, ja, whatever. Er meinte auf jeden Fall in Gears of War und Mass Effect, rennt er einfach durch irgendwelche Feuergefechte mit dem Wissen, er hat vor 2 Sekunden automatisch gespeichert und kann es einfach gleich wieder laden. Somit würde es niemand ein Risiko geben und er hätte da kein wirkliches Erfolgserlebnis. Anders als in den alten Spielen Wing Commander und Privateer, auch seine Beispiele, in denen man nicht einfach so mitten im Weltall speichern konnte. Man musste auf einer Station sein, meistens direkt vor einer Mission wurde dann gespeichert, wenn das man auf der Station ist. Und ja, wenn zwischen der Mission gestorben ist, dann war man halt tot. Und wenn man sie geschafft hat, war das ein umso größerer Erfolg. Und wenn man knapp entkommen ist und es gerade so geschafft hat, dann ist einem wirklich das Herz anscheinend hochgeschnellt und man hat gedacht, wow, war das knapp. Das Ganze passiert natürlich nicht, wenn man permanent neu laden kann. Kennt man aus der heutigen Zeit. Es ist zum Beispiel natürlich ein wesentlich größerer Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Faktor, wenn du in Binding of Isaac in einem Raum bist, der voller Gegner ist und du fühlst dich total unterlegen, als wenn du zum Beispiel in einem anderen Spiel, in dem du, jetzt stellen wir uns einfach genau gleiche Spiel Binding of Isaac mit Save vor. Vor jeder Tür würde gespeichert werden und du kommst in einen Raum voller Gegner, die einfach nur ans Leder wollen und dadurch, ja, wenn sie dir hinterher gekommen sind, dann lädst du einfach neu und bist wieder vor der Tür. Das würde den Spielspaß zerstören und im Endeffekt den kompletten Spielprinzip von Binding of Isaac. Und so ähnlich beschreibt das hier auch. Und er sagt, für eine wirklich schöne und lebende Welt braucht es eine Welt, in der Charaktere einfach auch sterben können, in der das passiert, in der einfach, wenn du einen wirklich bekannten Piraten getötet hast, das auch ein großer Erfolg war. Er bezieht sich hierbei hauptsächlich allerdings auf Squadron 42. Für jeden, der das nicht weiß, Star Citizen ist in gleich Squadron 42. Squadron 42, keine Ahnung, ob es dafür jemals eine deutsche Übersetzung gibt, ist jedoch der Singleplayer-Teil von Star Citizen, währenddessen Star Citizen eigentlich der Multiplayer-Teil von Squadron 42 ist, praktisch, wenn man das so möchte. Und er bezieht sich eben auf Star Citizen, dass in Squadron 42 kein Midgame-Speicher, sonst wäre irgendwie das Ganze ein bisschen blöd. Auch bezieht er sich im folgenden Abschnitt auf ein Spiel, das er mal gespielt hat in letzter Zeit, das ihn erinnert hat an dieses unglaubliche Erfolgserlebnis, das man damals in Wing Commander, Squadron 40, Wing Commander oder Privateer hatte. Und zwar redet er von Demon's Souls. Jedoch war Demon's Souls schon wieder frustrierend, denn es war wirklich ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Und auch wenn es ihn daran erinnert hat, so hat es ihn doch meist sehr gefrustet. Und Frust ist natürlich ein Spaßkiller. Squadron 42 soll also ein Spiel werden, in dem das relativ einfach ist, etwas zu erreichen, aber das trotzdem in gewisser Weise man ein Gefühl von, ich hab's geschafft. Deswegen wird es keine Speicherpunkte geben zwischen den Missionen, sondern nur, wenn man gelandet ist. Wenn man gelandet ist, kann man speichern, kann weiterspielen. Aber während man im Weltall rumfliegt, kann man nicht speichern. Ganz simpel. Das ist ganz leicht gesagt, wenn man ein Singleplayer-Spiel konzipiert, denn da kann man einfach mal das ganze Universum praktisch zurückdrehen zu dem letzten Speicherpunkt. Das ist nicht so schwer, wie ein Multiplayer-Spiel in einer permanent bestehenden Welt, in der du nicht einfach mal alles zurückdrehen kannst, denn die Spieler werden nicht einfach wollen, dass wenn ein Spieler etwas neu laden möchte, dass sie allesamt zurückgesetzt werden an diesen einen Punkt, dann würden wir uns nämlich wahrscheinlich meistens niemals fortbewegen. Und genau aus diesem Grund ist natürlich in Star Citizen die Lösung eine andere. In Star Citizen wird es dann so sein, wenn du in einer gefährlichen Situation bist und du schaffst es gerade noch so, den Eject-Knopf zu drücken und du fliegst gerade noch so aus deinem Raumschiff hinaus in den weiten Weltall, hoffnungslos auf irgendwelche Wehr und total verloren eigentlich. Aber am Leben. Keine Waffen natürlich in der Hand, kein gar nichts, lediglich du, das Weltall und ein kleiner Sender, nämlich ein kleines Rettungssignal. Und dieses Rettungssignal, das ist eigentlich wichtig. Springst du raus aus dem Schiff, kannst du jederzeit dein Rettungssignal aktivieren, sobald du es möchtest.
wirst dann an den Punkt zurückgebracht. Praktisch die Geschichte dahinter dran ist die Vorstellung, du wirst gerettet, du wirst durch diesen kleinen Pieper von irgendjemandem, von der Polizei, von praktisch oder so, aufgefasst, aufgesammelt und wirst nach Hause gebracht. Zu dem letzten Punkt, wo du halt losgeflogen bist, in diesem Fall. Du wirst jedoch erst dann zurückgebracht, wenn das Kampfgeschehen weit genug weg von dir ist. Sollte es zu nah sein, kann es sein, dass Spieler auf dich schießen und dich damit töten. Doch dazu kommen wir gleich. Erstmal natürlich noch fertig erzählt. Wenn ihr dieses Rettungssignal aktiviert habt und wieder zurückgelandet seid auf der letzten Position, an der ihr gelandet seid, könnt ihr dort einsteigen in euer neues Schiff. Allerdings habt ihr keine Upgrades mehr, die halt mit eurem alten Schiff verloren gegangen sind, genauso wie halt das alte Schiff verloren gegangen sein wird. Vermute ich zumindest, dass das alte Schiff auch verloren gegangen wird. Es geht nicht hundertprozentig klar aus dem Text raus, zumindest für mich nicht. Aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich. Also eigentlich ist es wohl so, dass man das Schiff wohl verliert. Also ja, ist ein bisschen umschrieben, finde ich. Aber ihr habt halt keine Upgrades und ihr habt eure ganze Fracht verloren, die ihr ja gerade rumtransportiert habt. Das heißt, gerade für Händler ist es sehr, sehr, sehr schlimm, ihr Schiff zu verlieren. Aber das Ganze geht trotzdem ohne Blessuren aus und falls ihr sogar intelligent genug wart und eine Versicherung vorab abgeschlossen haben solltet, wird euch natürlich auch der Schaden erstattet. Die Versicherung geht natürlich nur eine gewisse Zeit und kostet sich jederzeit Geld. Dementsprechend, Obacht. Und wenn ich das richtig aus dem Kontext verstehe, haben Sternsysteme verschiedene Risikobereiche. Sprich, beispielsweise gibt es Bereiche, die low risk sind, in denen werden einfach kaum Piraten gesichtet und dementsprechend ist die Versicherung für solche Bereiche sehr niedrig. Aber wenn ihr dann in High-Risk-Gebiete rumfliegt, wo es wirklich wahrscheinlich ist, dass ihr hochgejagt werdet, dann kostet diese Versicherung dementsprechend auch mehr. Daran solltet ihr natürlich denken, wenn ihr euch versichert, aber das Ganze werdet ihr dann sehen, wenn es auch mal soweit ist. Weiterhin erklärt Chris Roberts, dass er natürlich auch darüber nachdenkt, wie ist es, wenn jetzt die Person im Weltall abgeschossen werden würde. Oder sie es einfach schlicht und ergreifend nicht rechtzeitig schafft, diesen Eject-Knopf zu drücken. Denn ihr müsst selber den Eject-Knopf wohl auslösen. Und hey, nicht jeder von uns hat einen Reflex wie eine Katze. Also was passiert? Ganz einfach. Ihr werdet nach der Geschichte dort auch gerettet. Allerdings wacht ihr nicht an eurem letzten Hangerspawn-Punkt auf, sondern tatsächlich in einer Medizinstation. Die ganze Idee dabei ist, dass Chris Roberts es nicht machen möchte wie Eve. Er mag Eve scheinbar, er bezieht sich auch immer gerne auf Eve, aber Eve, also Eve Online, für jeden, der es nicht weiß, Eve Online besitzt eine Spielmechanik, in der Spieler, die wirklich sterben, also da gibt es auch diesen Eject-Knopf, und wenn die Rettungskapsel auch zerschossen wird, dann landen Eve-Spieler, praktisch wird einfach ein Klon von dem Eve-Spieler erstellt und der wird dann wieder in die Welt gesetzt. So ist es zumindest in Eve erklärt. Doch wie gesagt, Chris Roberts will kein Eve 2.0 mit Cockpits machen, wie er selber so schön sagt, sondern er möchte ein eigenes Spiel machen. Deswegen gibt es auch eine eigene Mechanik dahinter. Es gibt kein Klon. Denn für ihn ist das Klon ein Problem, denn er sieht dann ein Universum voller unsterblicher Götter, praktisch, welche, wenn sie sterben, lediglich, der Tod ist lediglich ein Geld- und Zeitaufwand, aber keinerweise mehr ein Risiko und das ist ja schon irgendwie doof. Das Ganze mit dem Klon funktioniert natürlich super in Eve, denn in Eve haben die Charaktere eigene charakterische Skills und es wäre natürlich doof, jedes Mal, wenn der Charakter stirbt, die Skills von vorne zu lernen. Deswegen wird mit dem Klon einfach auch das Charakter-Skill-System richtig behandelt. Aber man sollte bedenken, dass Star Citizen keine Skills für deinen Charakter persönlich hat. Man skillt im Endeffekt nur das Raumschiff. Und dementsprechend, also ich will hier jetzt nichts Falsches sagen, bevor ihr was Falsches denkt. Das heißt nicht, dass das Raumschiff einen eigenen Skill-Tree kriegt. Aber man kann zumindest seinen Charakter nicht skillen. Das so viel sei gesagt. Da es ebenfalls von Chris Roberts ein Ziel war, schlicht und ergreifend in Star Citizen eine sehr realistische Welt zu haben und Charakteren sollte man auch ansehen können, wenn sie doch schon lange Zeit in Kriegen gekämpft haben. Beispielsweise
Wenn sie beim Dogfight einfach mal auf der falschen Seite waren oder sie einfach doof erwischt hat, soll man es ihnen ansehen. Deswegen, wenn ein Charakter nicht gerettet wird mit dem Eject-Knopf, sondern wirklich in die Luft geht, wird zum Beispiel seinem Charakter mal ein Bein fehlen und er hat dann anstelle dieses Beins halt einen kybernetischen Bein, ein kybernetisches Bein, also ein Robobein oder so. Genauso funktioniert das mit Auge und mit Augen und Co. und Narben und alles werden sich auf dem Charakter mit der Zeit bilden, wenn sie einfach nicht rechtzeitig rauskommen. Und ich gehe schwer davon aus, das wird selbst in den besten Spielen passieren. Deswegen soll man den Charakteren ansehen, dass sie halt schon Kampfveteranen praktisch sind und ja, das ist natürlich ein bisschen, ich sag mal, doof. Deswegen sagt sich Chris Roberts, natürlich nach einer Zeit, wenn der Charakter zu oft verstorben ist, also okay, ich habe mir jetzt gerade irgendwie ein bisschen den Faden, oder ich habe es ein bisschen falsch rübergebracht. Es ist erstmal gut, es ist eine sehr detaillierte Schadenserscheinung an dem Charakter, aber es ist doof, und jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, wo ich gerade eben war. Es ist sehr doof, wenn natürlich der Charakter zu viele Narben hat, dann sieht er ja nur noch aus wie ein Robo-Gestalt, und das will er nicht. Deswegen wird der Charakter irgendwann sterben können. Doch damit der Charakter sterben kann, ohne dabei gleich Permadeath zu machen, denn Permadeath wäre wieder sehr frustrierend und nicht sehr viel Spaß, plant Chris Roberts was anderes. So wäre es zum Beispiel so, dass man in der Charaktererstellung direkt am Anfang bereits seinen Charakter im Spiegel sehen kann. Es funktioniert so, dass ihr zuerst mal seid ihr in dem Rekrutieroffice von eurer Heimatbasis oder so und ihr wacht dort auf und dann seht ihr erstmal ein Bad. Ihr könnt nach links gehen oder ihr könnt nach rechts gehen. Auf die Damen- oder Herrentoilette. Je nachdem, wohin ihr geht, bestimmt ihr, welches Geschlecht ihr habt. Dann schaut ihr in den Spiegel, in dem ihr dann wiederum euer Aussehen ändern könnt. Eine sehr nette, wenn auch nicht komplett neue Mechanik, aber sie funktioniert. Also warum nicht? Jedoch ist es nun so, dass natürlich auch wenn der Charakter stirbt, etwas passieren sollte. Sollte der Charakter wirklich sterben, wird man aus den Augen des, nächst, der für das ist für aus Augen eures nächsten Charakters eure Beerdigung sehen. Das kann euer Sohn, eure Tochter oder vielleicht auch einfach nur ein entfernter oder naher Verwandter sein, der im Endeffekt einfach jetzt euren Platz im Universum einnimmt. Wart ihr beispielsweise ein Pirat, werden die Leute euch als Sohn eines Piraten zum Beispiel identifizieren. Sie werden euch misstrauisch sein, aber lang nicht so wie dem richtigen Piraten. Es ist also im Endeffekt also eine fortschreitende Welt. Doch es ist natürlich, so fortschreitend wie diese Welt auch ist sie auch sehr komplex und sehr trickreich. Deswegen habe ich eine Zeit lang gebraucht, um mich da reinzulesen. Aber jetzt habe ich es eigentlich einigermaßen, glaube ich, verstanden. Und zwar soll es so sein, was ich gerade eben so leicht schon mal angedeutet habe, dass ihr, wenn ihr in Star Citizen echt sterben solltet, eben nicht mehr ganz als derjenige erscheint, der ihr vorher wart. Ihr seid eben sein Nachfolger im Endeffekt und dadurch habt ihr halt einen neuen Charakter, der auch wirklich dann ohne Blessuren und alles ist und ihr entwickelt so eure eigene Geschichte durch die Galaxie. So kann es sein und das ist eben das. Ich habe es zwar am Anfang verstanden, aber das Prinzip habe ich mir erstmal klar werden lassen müssen. Deswegen war ich auch gerade so ein kleines bisschen durcheinander. Es ist so. Wenn ihr in Star Citizen sterben solltet und ein neuer Charakter kommt auf die Welt, so wird dieser Charakter praktisch einen Teil von dem alten Charakter haben, also aber nur auf nach außen wirkend. Das ist ein schlechter Satz. Machen wir jetzt ein konkretes Beispiel. Der alte Mensch, der gestorben ist, bei dem steht drauf auf seinem Grabstein, übrigens steht wirklich auf dem Grabstein seine großen Taten, die er vollbracht hat, also ein Sternsystem oder so, das er entdeckt hat, wird zum Beispiel draufstehen auf dem Grabstein, das man dann in der Szene sieht. Aber bei dem wird ganz groß ihm hinterhergerufen, das war ein Riesenpirat. Und ihr seid der Sohn von diesem riesigen Piraten. Er war einer der gefährlichsten Piraten überhaupt. Das tut mir sehr leid. Ihr seid eben der Sohn eines solchen Piraten und nun sehen euch alle Menschen als Sohn eines Piraten. Jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder ihr seid wirklich ein Pirat oder nicht. Die Menschen werden euch misstrauen, aber nicht so sehr, wie sie eben dem richtigen Piraten misstrauen.
Und nun ist es an euch. Lebt ihr weiter das große Erbe eines großen Piraten? Werdet ihr weiter unschuldige kleine Händler ausrauben? Oder was werdet ihr tun? Man bedenke, ihr könntet ja auch den anderen Weg wählen. Ihr werdet gut. Ihr bessert euer Image auf. Ihr werdet zum wahren Helden. Aber natürlich auch ihr werdet irgendwann sterben. Denn auch ihr werdet öfters mal in Schlachten verletzt werden. Und irgendwann geht's einfach nicht mehr weiter. Euer Nachfolger wird dann die Eigenschaften von euch übernehmen, die ihr davor wart. So habt ihr euch von einem bösen Piraten zum Beispiel zu einem mittleren, angesehenen Menschen hochgearbeitet. Ihr seid kein großer Held gewesen, aber hey, ihr habt immerhin euer Image reingewaschen und das eurer Familie mehr oder weniger. Immerhin sehen die Menschen euch nicht mehr als Pirat. Sie sehen euch einfach neutral. Sie kennen euch praktisch gar nicht. Jetzt ist es vielleicht in der Verantwortung des Nächsten, diesen Moralschub nach oben zu treiben, ein wahrer Held zu werden. Er könnte den Namen der Familie von einem schmutzigen, dreckigen, kleinen Piraten zu einem hellleuchtenden Stern im Universum machen. Er könnte aber genauso gut den anderen Weg gehen und könnte böse sein. Was ihr macht, bleibt eure Sache. Doch eins ist klar, mit dem Tod ändert sich nicht das komplette Universum. Es kann sich lediglich eure Spielweise ändern. Aber mit dem Tod schreibt ihr eure Geschichte in Star Citizen weiter. Und mit jedem Mal weiteren Sterben werdet ihr mehr oder weniger in ein anderes Muster reinfallen. Natürlich wird es viele Leute von euch geben, das sage ich jetzt einfach mal so von mir aus, die vielleicht mal sagen, hey, ich will Pirat sein. Ich spiele immer Pirat, egal wie oft ich drauf gehe. Es wird Leute geben, die sagen, hey, ich bin immer gut, ich spiele immer gut. Aber es wird sicherlich auch Leute geben, die eine sehr interessante Geschichte in diesem Spiel entwickeln. Und das ist gut so, denn es muss viele verschiedene Geschichten geben, um so ein großes Universum am Leben zu halten. Das Ganze ist nicht nur auf menschliche Spieler zu sehen. Tatsächlich will Chris Roberts auch NCPs davon betroffen haben. NPCs, zumindest nicht NCPs, sondern NPCs. Und zwar in folgender Weise. Er möchte, dass wenn ihr zum Beispiel rausgeht als strahlender Held, Retter der Galaxie, ihr geht voran und bestreitet den Kampf gegen den mächtigen Piraten, der da ist und keine Ahnung, ich nehme das Beispiel von Chris Roberts selbst. Dread Pirate Roberts tyrannisiert die ganze Route zwischen, keine Ahnung, A bis B, keine Ahnung. Zwei Sternensysteme halt. Und die Route dazwischen wird so tyrannisiert, aber es ist eine wichtige Handelsroute. Damit endlich mal die Piratenattacken nachlassen und die Händler wieder freien Geleites da durch können, könnt ihr ganz einfach reinfliegen und diesen Piraten töten. In jedem anderen MMORPG wäre das ein Quest und ihr würdet das 10.000 Mal am Tag machen, wenn es drauf ankäme, immer noch 20, 30.000 Mal danach. Also, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Sehen wir das Ganze nochmal aus einer Sicht eines anderen RPGs. Ich gehe hierbei gerne in das Beispiel Guild Wars, denn Guild Wars versuchte ebenfalls eine solche Welt zu machen, die sich verändern kann und die Spieler wirklich einen Einfluss auf die Welt haben. Es hat zum Teil funktioniert. Doch gab es bei der Welt oder an gewissen Orten zumindest meistens nur zwei Zustände, so wie ich das mitbekommen habe. Was eine schöne Idee war, es hat funktioniert, doch Chris Roberts bringt das Ganze auf die nächste Stufe. Will es auf die nächste Stufe bringen. Er hat es noch nicht getan. Er will es auf die nächste Stufe bringen. Ich sage damit nicht, dass Guild Wars ein schlechtes MMORPG ist. Ich mag es sehr gern, deswegen benutze ich es als Anhaltspunkt, denn auch sie haben es sehr gut gemacht und sind ein Vorzeigebeispiel in manchen Belangen gegenüber anderen MMORPGs. Und nein, ich meine hier nicht nur diesen kleinen Krieg, der dauernd ausbricht zwischen WoW und Guild Wars 2. Es gibt durchaus auch andere MMORPGs. Lasst mich auf das Thema, auf Guild Wars 2 zu sprechen kommen. In Guild Wars 2 Startergebiet beispielsweise gibt es ein paar Pipelines, die Wasser zu verschiedenen Farmen transportiert. Banditen können mit einem Random Event diese Pipelines angreifen. Sollten den Spielern es gelingen, die Banditen zu verteidigen, bleibt die Welt schön. Sollte es ihnen nicht gelingen, wird der Boden matschig und es spawnen andere Gegner, so sogenannte Slimes. Die ganze Welt sieht echt unschön aus und ja, nicht so wirklich toll. Das Ganze war eigentlich ganz nett, aber das Problem ist, dass die Spieler dann wieder random ausgelöste Quests nutzen können, um das Ganze aufzuklären. Das ist super. Aber dann sieht es wieder aus wie davor und es wechselt im Endeffekt nur diesen Zustand hin und her. Zusätzlich kommt noch, dass die Quests meistens so sind, dass wirklich viele entweder es immer schaffen oder es fast nie schaffen. Sprich, es gibt dann in den High-Level-Gebieten oft solche Probleme, dass viele Gebiete die meiste Zeit ungeklärt und unschön sind,
weil sie schlicht und ergreifend von keiner, weil die meisten Gruppen einfach nicht stark genug sind oder unkoordiniert sind. Und auf der anderen Seite gibt es dann wieder die Gebiete, die so leicht sind, dass die eigentlich permanent gut gelöst sind. So, das Problem bei der ganzen Sache ist, dass Guild Wars auch Bosskämpfe hat, doch die Bosse in diesem Fall sind auch zum Beispiel beim Respawn dabei und es ändert sich nicht. Es gibt einen großen Drachenkampf. Die Drachen tyrannisieren die Welt. Oh mein Gott, da kommt ein Drache. Er zerstört die Festung in einer kleinen Zwischensequenz, in der er aus dem Wasser rauskommt, landet auf dem Strand, mehr oder weniger Strand, also halt im seichten Wasser. Landet er. Die Spieler bekämpfen ihn. Wenn es erfolgreich ist, spawnt eine Kiste und er fliegt zurück ins Wasser. Das Ganze passiert irgendwie 3, 4 Mal am Tag und am nächsten Tag wieder und am nächsten Tag wieder und am nächsten Tag wieder. Im Endeffekt, man hat nicht wirklich das Gefühl, was geändert zu haben in diesem Spiel. Zumindest nicht man alleine. Bei Chris Roberts soll das Ganze anders werden. Denn es soll einfach so sein, dass wenn ein Boss oder so stirbt, dass der dann auch wirklich weg ist. Dread Pirate Roberts wird dann nur einmal, beziehungsweise erstmal nur einmal getötet. Ich kann mir gut vorstellen, dass nach einer Zeit sich das Ganze wiederholt, aber bedenken wir an die moderne Welt. Selbst hier kopieren andere Leute die Namen von bekannten Leuten, um selber bekannt zu werden. Und es funktioniert sogar manchmal. Leute lehnen sich immer gerne an irgendwelchen bekannten Vorbeispielen an. Aber natürlich auch wie in der realen Welt, wenn man einen Bösewicht besiegt, bleibt nicht das ganze Böse weg. Er wird ersetzt durch einen neuen Po Boss. Dann wird zum Beispiel halt auf dieser Route irgendwann der böse große Pirat Bl der Black Skull einziehen. Und dann müssen die Menschen wieder gegen ihn kämpfen. Im Endeffekt wird es also auch weiterhin eine solche Welt bleiben. Doch, man muss bedenken, da es eine Vielfalt von Schiffen gibt und eine Vielfalt auch von Piraten hoffentlich, und ich hoffe, dass da noch eine sehr große Vielfalt dazukommen wird mit der Zeit, und ich gehe auch sehr schwer davon aus, kann ich mir gut vorstellen, dass zum Beispiel der große Dread Pirate Roberts, und das hier sind jetzt alles nur noch Vermutungen, die ich hier habe, der große Dread Pirate Roberts dann zum Beispiel einen schnellen kleinen Jäger geflogen hat, mit seiner Crew, die alle schnelle kleine Jäger geflogen hat. Der Kampf war relativ schnell, wendig und mit großen Kalibern brauchte man da gar nicht unbedingt ankommen, denn die waren viel zu träge, um die kleinen Jäger auszuschalten. Lieber hat man kleine, aber starke, effiziente Jäger genutzt. Jetzt kommt aber der Black Skull. Und der Black Skull hält was auf Größe. Der bringt riesige Jäger mit und riesige Carrier mit und keine Ahnung was und ist halt für eine Piratengruppe sehr gut ausgerüstet. Er tyrannisiert auf eine andere Art und Weise, mit Macht und Größe, statt mit Schnelligkeit und Wendigkeit. Man muss ganz anders gegen ihn vorgehen. Wenn Chris Roberts ebenfalls das einbaut, könnte das Ganze wirklich Roleplay-technisch werden. Das Letzte, was Chris Roberts sagt, ist eine Überschrift Trust Me und dann eben, dass er gesehen hat, dass viele Leute es gut finden und es toll finden, dass sie mit Star Citizen oder Spielen wie Star Citizen aus ihrer sogenannten Komfortzone rausgeholt werden. Das heißt, sie nicht mehr so faul sind und permanent autosaven, sondern wirklich sich anstrengen und dass die Leute das gut finden. Ich persönlich finde das bis zu einem gewissen Grad auch gut. Und ich denke, gerade dieser Gratwandel ist in einem MMORPG eine wahnsinnig gute Sache. Es sollte nicht zu schwer sein und nicht zu anstrengend. Es sollte auch nicht die eine richtige Lösung geben. Aber es sollte durchaus fordernd sein. Ich möchte nicht alle paar Minuten autosaven oder wenn ich sterbe, einfach direkt 2 Meter hinten dran wieder respawnen. Ich möchte wirklich eine kleine Herausforderung haben. Ich möchte, dass das Herzklopfen kommt, wenn meine Schilde runtergefahren sind und ich möglichst weit weg bin. Ich möchte aber nicht in dem Moment, in dem ich sehe, ich werde zerstört in einer Region, voller Frust meinen PC runterfahren, weil er einfach nur noch mich nervt, weil ich in keinster Weise Lust habe, mir das Ganze wieder zu erarbeiten. Ich hoffe, Chris Roberts findet da einen guten Weg, sodass man vielleicht auch mal kleinere Missionen machen kann, ohne große Probleme. Ich denke, er wird es schaffen, denn Chris Roberts hat sowohl finanzielle Möglichkeiten als auch schon die Beweise in der Vergangenheit gebracht, dass er große bahnbrechende Klassiker und sogar Meilensteine in der Gaming-Geschichte gebracht hat. Ich persönlich, wie ihr seht, bin ein relativ großer und zuversichtlicher Fan von Star Citizen. Das Ganze liegt nicht nur daran, dass mich das Spielkonzept gepackt hat und ich einfach auf den Medienhype jetzt aufspringe. Tatsächlich habe ich Star Citizen schon verfolgt, bevor es wirklich populär wurde. Das war schon vor einem Jahr, 2 Jahren, ja, keine Ahnung, 1,5 Jahre oder so. Es war schon eine lange Zeit, dass ich von Star Citizen gehört habe und es wahnsinnig cool fand. Damals noch im Kickstarter-Bereich, aber ich wollte nicht backen für den Kickstarter-Bereich. Simpel gesagt aus dem Grund, dass ich von Kickstarter ehrlich gesagt noch so ein bisschen geteilter Meinung bin. Damals ohne eigenes PayPal-Konto hatte ich keine Lust dazu.
Vielleicht wäre es heute anders. Heute würde ich es wahrscheinlich machen. Wie dem, nichtsdestotrotz habt ihr gesehen, ich habe das Spiel mir vorbestellt und ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich auch sehr drauf, eure Meinung zu sowohl diesem Video als auch zu dem Todessystem kommen und eure Meinung natürlich zu dem Konzept. Lasst mir alles da in den Kommentaren und wenn ihr zu faul seid zum Schreiben, lasst mir einfach wenigstens einen Daumen nach oben da. Aber hey Leute, wenn uns das aus der Komfortzone bringen will, dann bitte erhebt euch doch jetzt schon aus eurer Komfortzone. Schreibt mir ein nettes Kommentar zu dem Ganzen. Das würde mich wahnsinnig freuen. Hilft nicht nur dabei, dass ich meine Videos verbessern kann. Hilft vor allen Dingen dazu, meinungsbildende Sachen zu herauszufinden, welche Spiele und welche Videos euch am meisten gefallen, welche ich öfters produzieren sollte, welche ich vielleicht etwas vernachlässigen kann. In diesem Sinne, mein Name ist Light, bis zum nächsten Mal, over and out.